In diesem Video geht es heute mal um die 10 Dinge, die ihr beachten solltet, bevor ihr einen Wohnmobilurlaub bucht. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Nummer 1. Die USA sind riesig. Ja, ist natürlich klar, dass das hier als erstes auf meiner Liste steht. Das Land ist so riesig, dass ein Urlaub alleine nicht reicht, um hier alles zu sehen. Ihr werdet nicht die Ersten, die sich beim Planen von Urlaub hier reichlich übernommen hätten. Auch mir ist das schon passiert. Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal einen Trip nach Westen gemacht, von Tennessee den ganzen Weg bis nach Utah. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl der Trip einfach sagenhaft schön war, habe ich mich hier reichlich übernommen. Ich habe die Größe des Landes einfach total unterschätzt. Wir sind damals über Illinois, Missouri, Kansas bis in die Rocky Mountains nach Denver gefahren, um dann von dort aus weiter durch die Rocky Mountains nach Utah, Moab, Utah, um dann einen Zwischenstopp am Lake Powell bei Halls Crossing zu machen für 4 Tage. Von da aus ging es dann weiter in den Zion National Park, wo wir auch nur eine Nacht geblieben sind, und dann direkt weiter an die North Rim vom Grand Canyon. Das war auch nur ein kleiner Zwischenstopp, das heißt also, wir sind an die Kante gefahren, haben uns das angeguckt und sind direkt weiter, Aufenthalt da ungefähr, ich weiß nicht, 1,5 Stunden oder so, sind dann von da aus nach Arizona weitergefahren, haben dann noch die Navajo Bridge überquert. Die Landschaft, die war einfach sagenhaft, kann ich nicht anders sagen, aber trotzdem muss ich sagen, dass die ganzen Stops, die wir dort gemacht haben, da hätten wir locker jeweils eine Woche oder sogar noch länger Urlaub verbringen können. Wir mussten aus Zeitnot leider total durchpreschen. Im Folgenden sind wir dann nochmal nach Page, Arizona gefahren, wo wir am unteren Teil des Lake Powells nochmal 2 Nächte verbracht haben. Und von dort aus sind wir dann weitergefahren zurück nach Colorado, um hier nochmal eine Nacht direkt am Colorado River auf einem Campingplatz zu verbringen. Nur um dann durchs Hochland von Colorado gen Süden, den ganzen Weg durch New Mexico, Texas, Arkansas, wieder zurück nach Tennessee zu fahren. Sehr viel gesehen. Leider ist es halt so gewesen, dass wir hier nicht lange genug an einem Ort waren, um uns mal wirklich was angucken zu können. Alles in allem, wie gesagt, ein super Trip, nur dass wir das Ganze halt in knapp 14 Tagen gemacht haben, was viel zu wenig war für die Anzahl der Staaten, die wir besucht haben. Ich verlinke mal die Playlist von unserem Trip im letzten Jahr unten in die Beschreibung. Fazit: Nehmt euch also viel Zeit für die Staaten, die ihr sehen wollt. Man sollte das eher so sehen. Die USA sind 50 Staaten. Man sollte diese Staaten eher so betrachten wie die Länder in Europa. Würdet ihr doch auch nicht einen 10-Länder-Trip machen in 14 Tagen, wenn ihr Europa bereisen wolltet. Nummer 2. USA sind teuer. Das mag sich jetzt vielleicht erstmal komisch anhören, aber die Spritkosten in den USA sind einfach gewaltig. Ja, das ist richtig, dass Benzin hier wesentlich weniger kostet als in Deutschland oder in Europa überhaupt. Aber hier kommt das große Aber. Die meisten RVs, also die Wohnmobile, die man hier mieten kann, haben mitunter riesige V8 oder V10 Benzinmotoren, die natürlich einiges an Sprit schlucken. Ja, nur mal, um das als Beispiel zu nennen, wir haben letztes Jahr ein E450 Ford gehabt, das heißt also ein Type-C RV mit Alkoven und allem drum und dran, der hatte einen V10 Benziner drin, der hat sich mal eben so gute 40 Liter pro 100 Kilometer weggehauen. Das ist jetzt natürlich toll, dass die Gallone nicht so teuer ist, auch letztes Jahr war es natürlich noch wesentlich günstiger als dieses Jahr. Trotzdem, alles in allem haben wir so circa 2000 Dollar ausgegeben für die ganze Reise nur an Spritkosten. Deswegen sollte das bei der Budgetplanung auf jeden Fall nicht unterschätzt werden. Gerade die letzten Monate, also wir sind jetzt hier in 2022, haben auch bei uns die Spritpreise enorm angezogen. Habe ich doch letztes Jahr noch einen Durchschnittsgalonenpreis von 3 Dollar gehabt, wird der heute wohl eher bei 4,50 Dollar pro Gallone liegen. Das heißt also gute 50% mehr als vorher. Auch die Preise von Lebensmitteln solltet ihr nicht unterschätzen. Ihr habt das vielleicht schon mal bei dem einen oder anderen Einkaufsvideo von mir gesehen, was Lebensmittel hier kosten. Grundsätzlich werden Lebensmittel in den USA eigentlich kaum subventioniert, weswegen die Preise hier deutlich höher sind als in Europa, gerade aber auch in Deutschland. Weil man im RV ja meistens Selbstversorger ist, sollte man auf jeden Fall diese Kosten auch noch mit einplanen. Für eine 4- bis 5-köpfige Familie zum Beispiel haben wir letztes Jahr ca. 500 Dollar pro Woche bezahlt. Generell gilt dann auch, umso weiter man in den Westen fährt, desto teurer wird es. Das gilt übrigens auch für den Sprit. Wo wir jetzt gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich ihr drückt jetzt mal den Like-Button für den Algorithmus. Vielen Dank. Nummer 3. Campingplätze sind schnell ausgebucht. Macht nicht den Fehler, den ich 2021 gemacht habe, und entschließt euch kurzfristig dazu, einen Wohnmobilurlaub zu machen in den USA. Hatten wir uns doch damals erst Anfang Mai dazu entschieden, Ende Mai in den Urlaub zu fahren für 2 Wochen, und der Start des Urlaubs fiel auch noch auf das Memorial Day Weekend. Trotz dem Benefit, den wir damals hatten, dass Covid noch im vollen Gange war, waren schon fast alle Campingplätze total ausgebucht. Wir mussten echt suchen, bis wir was gefunden haben, was auf dem Weg lag und auch noch zeitlich irgendwie alles gepasst hat, sodass wir dann auch irgendwo bleiben konnten, wenn wir an dem Tag gerade durch einen Ort durchgekommen sind. Ein Drahtseilakt, sage ich euch. Gerade das Memorial Day Weekend war besonders bescheiden. Das Memorial Day Weekend ist neben Labor Day, Thanksgiving und Weihnachten eines der reisestärksten Wochenenden im ganzen Jahr in den USA. Noch schwieriger war es allerdings dieses Jahr. Covid ist quasi vorbei, und auch wenn wir dieses Mal schon Mitte März angefangen haben zu buchen, war es trotzdem mitunter noch ziemlich schwierig, hier Campingplätze zu finden,
die, wie gesagt, an dem Tag, wo wir gerade durch die Orte durchkamen, gerade frei waren. Wir mussten hier also von unseren favorierten Campingplätzen doch schon manchmal sehr abweichen, weil sie einfach nicht mehr frei waren. Man kann ja hier auch schlecht ausweichen, weil man ist an dem Tag, an einem anderen Tag halt nicht mehr in der Region. Alles in allem auf jeden Fall ein Kunststück, was die Planung angeht. Fazit, also besser mindestens ein halbes Jahr vorher den Urlaub buchen, damit ihr auch wirklich alles bekommt, wo und wann ihr es wollt. Und für mehr Campingplatz-Tipps lasst mir nochmal ein Abo da und ich werde nach unserem Urlaub dazu ein paar Videos posten. Nummer 4. Wildcampen und Boondocking ist hier auch nicht überall erlaubt. Wie auch in Europa ist Wildcampen nicht erlaubt. Auf jeden Fall nicht überall. Das sogenannte Boondocking ist auch eher verpönt hier in den USA, weil es oft von Personen missbraucht wird, die einfach in ihren Autos leben. Also Obdachlose. Da die Obdachlosen hier in den USA meist Geisteskrankheiten haben oder stark drogenabhängig sind oder beides, sind Boondocker nicht gerne gesehen. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. Walmart zum Beispiel lässt einen gerne mal auf der Durchreise mit seinem RV auf dem Parkplatz übernachten. Erhofft man sich doch, dass die Camper sich dann am nächsten Morgen voll versorgen für die nächste Woche. Dies sollte aber immer beim Marktmanagement angefragt werden, um Überraschungen zu vermeiden. Nummer 5. RVs bei den großen Ketten sind meist sehr abgelebt. Wenn ihr könnt, versucht zu vermeiden, eure RVs bei den großen Ketten wie Cruise America oder Cruise Canada zu mieten. Oft sind diese leider schon älter und total abgelebt. Es gibt kleinere Anbieter, wie zum Beispiel Root Bear, die explizit damit werben, dass ihre Camper nicht älter als 3 Jahre und eine bestimmte Mileage nicht überschreiten. So garantiert man euch eigentlich, dass man immer einen einigermaßen neuen Camper hat, wo der Urlaub dann auch Spaß macht. Wir zum Beispiel haben jetzt schon ein paar Mal von Outdoorsy.com unseren Camper gemietet und waren sehr zufrieden. Outdoorsy.com ist ähnlich wie Airbnb mehr oder weniger eine von Privat zu Privat Vermietung. Das heißt also, Privatleute bieten hier ihre Camper an. Man kann sich ganz explizit den Camper aussuchen, mit dem man dann auch fährt. Das heißt, man sieht genau die Fotos und so weiter. Man kann ganz genau sehen, wie alt ist das Fahrzeug, wie viele Leute haben das schon gemietet. Man kann ganz genau sehen, wie viele Meilen man drauf hat. Man kann alle Amenities sehen. Wie gesagt, es ist eine ganz persönliche Sache. Man weiß da vorher schon, was man bekommt, anhand der Bilder und anhand der Kommentare und Bewertungen. Ähnlich wie bei Airbnb handelt das ganze Bezahlen und so weiter Outdoorsy.com. Das heißt also, ihr seid da auch abgesichert, dass wenn hier irgendwas schief gehen sollte, dass ihr dort dann an die App herantreten könnt und euer Geld wieder bekommt. Auch Versicherungen für das Fahrzeug werden komplett von Outdoorsy abgewickelt, sodass ihr euch da auch keine Sorgen machen braucht. Wen es interessiert, ich poste mal einen Link unten in die Beschreibung. Kleiner Disclaimer hier, ist natürlich ein Affiliate-Link und solltet ihr euch hier einen Wohnwagen mieten bzw. ein Wohnmobil, kriegen wir natürlich auch ein kleines Zubrot zu unserem nächsten Campingtrip. Hilft also unserem Kanal auch noch mehr Wohnmobil-Urlaubsvideos zu machen. Nummer 6. Wildnis in den USA ist wild. Ja, die Wildnis ist wirklich wild. Und auch wenn das hier nicht die afrikanische Savanne ist, gibt es hier doch schon Tiere, die einem auch mal gefährlich werden könnten. Dies variiert natürlich von Region zu Region, je nachdem, wo ihr da unterwegs seid. Von harmlosen Bewohnern wie Opossums oder Murmeltieren bis zu Alligatoren, Klapperschlangen oder Pumas ist hier für jeden was dabei. Auch die Grizzlies im Westen sollte man nicht unterschätzen. Aber auch mit Kojoten oder Elchen würde ich mich nicht gerne am Donnerbalken treffen wollen. Auch gibt es hier natürlich allerhand Kriechzeug, das auch mehr oder weniger giftig sein könnte. Wie zum Beispiel Klapperschlangen, Cottonmaus, Copperheads, Vipern, Skorpione, aber auch schwarze Witwen. Seid also vorsichtig und respektvoll, wenn ihr hier campt. Ihr seid nicht allein. Angst haben braucht ihr allerdings auch nicht. Nummer 7. Planung ist alles. Nicht nur sollte man den Urlaub mit ausreichend Vorlauf planen, sondern auch die Einzeletappen, gerade aber auch im Westen und den sogenannten Flyover States. Hier muss man sehr genau darauf achten, dass man immer genügend Sprit, aber auch Wasser dabei hat. Kann es doch schon mal mehrere hundert Meilen bis zur nächsten Tankstelle sein und ich habe euch ja erzählt, was so ein Wohnmobil an Sprit verbrauchen kann. Seht also zu, dass ihr immer ganz genau wisst, wo ihr seid und wo die nächste Tankstelle bzw. die nächsten Services sind. Nummer 8. Die USA können auch mal gefährlich werden. Ja, ihr habt sie bestimmt schon mal alle gehört, die Schauergeschichten von irgendwelchen Leuten, die irgendwo im Ghetto gelandet sind und nie wieder aufgetaucht sind oder erschossen worden sind oder ausgeraubt sind und so weiter und so fort. Natürlich ist das alles halb so wild wie beschrieben, dennoch ist auch hier was Wahres dran. Die USA sind halt ein Land, wo Arm und Reich sehr weit auseinandergehen. Es gibt hier durchaus Gegenden, wo die sozial Schwachen sehr konzentriert leben. Und gerade wenn es dunkel ist und niemand guckt, kann es hier schon mal richtig zur Sache gehen. Es ist natürlich nicht so toll, wenn man hier mit einem nagelneuen Mietwagen durchs Ghetto fährt, ja, also man schreit mehr oder weniger förmlich danach aus, geraubt zu werden, also bitte passt auf. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn man hier mit einem 250.000 Dollar RV, also mit einem Wohnmobil durch die Gegend fährt, das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Auch ist man hier nicht so agil, das heißt also immer schön aufpassen, dass man hier nicht auf einmal in einer Sackgasse im Ghetto landet. Deshalb ein kleiner Tipp hier von mir, bleibt auf jeden Fall auf den Hauptverkehrsstraßen, auf jeden Fall in den urbanen Gebieten. Nummer 9. Die Klimazonen in den USA sind sehr unterschiedlich. Erkundigt euch auf jeden Fall vor dem Trip über die unterschiedlichen Klimazonen in den USA. In den USA gibt es von alpinen Gebieten
Gebieten bis Sahara-like Wüstengebieten, über gemäßigtes Klima, ähnlich wie in Deutschland, bis zu karibischen Gebieten. Und im Winter sogar einige Gegenden, die sich eher so anfühlen wie Sibirien. Alles also, was man sich an Klima vorstellen kann, alles in einem Land. Und manchmal sind diese Klimawechsel sogar innerhalb von 4 bis 6 Fahrstunden vollbracht. Wir sind zum Beispiel auf unserem Trip letztes Jahr von schneebedeckten Gipfeln in den Bergen Colorados innerhalb von 4 bis 6 Stunden nach Moab in Utah gefahren, wo wir dann bei 30 Grad am Pool gelegen haben. Deswegen erkundigt euch vorher und packt dementsprechend Klamotten ein. Nicht, dass es euch irgendwann so geht, dass ihr zum Beispiel in den Rockies im Schnee steht im Juni und habt eigentlich nur Sommersachen dabei, weil ihr dachtet, okay, der Westen ist eigentlich nur Wüste und immer schön warm. Dem ist also nicht so, erkundigt euch vorher und packt dementsprechend eure Sachen ein. Wenn ihr natürlich hier Probleme mit abrupten Klimawechsel hat, versucht halt diese Gebiete zu meiden. Nummer 10. Keep an open mind. Amerikaner sind klasse und echt hilfsbereit. Amerikaner wird ja oft Oberflächlichkeit und gespielte Höflichkeit vorgeworfen. Zumindest höre ich das immer von Kollegen, die aus Deutschland hierher gesendet werden oder aber auch Urlaubern, die es nicht so richtig begriffen haben hier in den USA. Das kann ich so leider oder zum Glück muss man hier sagen, so nicht bestätigen. Deswegen hier unser Tipp Nummer 10. Behaltet das mal im Hinterkopf. Wenn ihr Hilfe braucht, fragt nach Hilfe. Amerikaner generell sind sehr hilfsbereit, aber die Camper unter sich sind natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und jetzt guckt euch doch jetzt hier mal mein nächstes Video an. Bis dann.